Sie gelingt am besten, wenn wir erstens sehr schnell versuchen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ihnen Sprache zu vermitteln, ihnen auch unsere Werte zu vermitteln. Damit meine ich im Wesentlichen das, was wir im Grundgesetz haben, sozusagen, aber eben auch den Umgang miteinander. Und wenn wir Kindern und Jugendlichen schnell eine vernünftige Schulausbildung zukommen lassen. Über die Kinder geschieht das unendlich schnell. Ich war gerade noch an der Maria Kunigunda-Schule, wo Kinder aus Flüchtlingsfamilien schnell Deutsch gelernt haben, schnell mitgekommen sind und Integration gut funktioniert, weil man sich mit den Kindern beschäftigt und dort eben auch gemeinsam etwas macht.